Mein Name ist Peter Prader. Wir sind hier im Diagnostikum Linz, wo ich der Leiter bin. Das Diagnostikum Linz gehört zur Diagnostikum-Gruppe, der größte private Anbieter von radiologischen Leistungen in Österreich, mit Standorten in Graz, Wien, Linz, Schladming. Ja, willkommen bei uns in Linz. Ja, vielen Dank. Gleich zur ersten Frage. Seit wann arbeiten Sie mit dem IBLab SU? Wir haben eigentlich, wie wir das Diagnostikum Linz quasi gegründet haben oder wieder neu eröffnet haben, vor 2 Jahren eigentlich relativ früh schon damit angefangen. Also glaube ich, kann jetzt schon auf 1,5, fast 2 Jahre Erfahrung mit dem IBLab SU zurückblicken. In welcher Form nutzen Sie die Software, auch in Bezug auf Cloud oder On-Premise-Server? Na, wir haben hier direkt am Standort in Linz den Server stehen. Also wir haben uns diese Serverlösung damals gemacht, aber auch deswegen, damit wir quasi in den Entwicklungsprozesse mit teilhaben können und so Lösungen eingespült werden, wo wir auch Auswertungen, die nicht funktionieren, wieder zurückschicken können in den Server, wo sie geparkt werden und dann auch analysiert werden, wenn einmal die Software einen Fehler macht, warum sie das tut. Mhm. Welche unserer Module nutzen Sie besonders häufig? Eigentlich prinzipiell nutzen wir alle zurzeit 4 verfügbaren Module. Natürlich am häufigsten sind die Beckenübersicht und das Knie. Ja. Natürlich seltener kommt man eben die Handlösung wie der Panda oder das Ganzbein, aber es wird jedes Ganzbein auch bei uns ausgewertet und so lösen wir, haben wir eigentlich alle den ganzen Zoo in Verwendung, aber hängt natürlich ein bisschen davon ab, von der Anfrage, welche Untersuchungen anfallen. Mhm. Und das ist mit Abstand am häufigsten die Beckenübersicht. Also Hippo. Genau, ja. Hippo und Koala. Mhm. Genau, die beiden. Ja. Können Sie typische Anwendungsfälle schildern? Spannend sind auch konkrete Fälle, bei welchen die Vorteile der Software deutlich werden. Die Vorteile sind vor allem, würde ich jetzt einmal sagen, für unsere Zuweiser. Ja? Dort bei Beckenübersicht und der Knieanwendungen, also bei Hippo und Koala, ist es was wir dem Zuweiser anbieten können. Eine Dienstleistung, die wir für ihn übernommen, dass wir die ganzen Ausmessungen machen. Die haben wir ja vorher nicht gemacht, auch nicht beim Knie. Das heißt, das ist ein zusätzlicher Service für unsere Zuweiser, die das auch sehr zu schätzen wissen, dass sie es nicht mehr selber ausmessen müssen, diese Aufnahmen. Ganzbein liegt darin der Vorteil, dass wir das natürlich auch vor der Benutzung von Image Biopsy das schon gemacht haben, aber man muss rechnen, bis ein RT so ein Ganzbein ausgemessen hat, das dauert so viele Stunden, 20 Minuten. Und wir haben doch jeden Tag so 4, 5 Ganzbeine. Also das ist schon eine deutliche Zeitersparnis, die man hat. Also es sind zweierlei, es ist einerlei die Zeitersparnis durch die Verwendung der Software. Und es ist andererseits eine zusätzliche Serviceleistung, die von Zuweisern sehr gerne angenommen wird. Also circa 1 Stunde Zeitersparnis pro Tag. Ich würde sagen, an unserem Standort ist es eine Stunde, an unseren anderen Standorten, wie zum Beispiel in Wien, ist es sicher 2 bis 3 Stunden, weil die noch mehr Ganzbeine machen. Also wir kommen da schon auf eine Zeitersparnis, die halt schon fast in Richtung eines Arbeitsplatzes oder eines Arbeitspostens geht, die von der Software übernommen wird. Mhm. Welche zusätzlichen Module würden Sie sich noch wünschen? Na, wir warten jetzt schon ganz sehnsüchtig auf die Wirbelsäule. Auf die bin ich schon sehr gespannt. Das wäre mal der nächste Schritt. Ja. Also, wo ich mich sehr freue. Und manchmal hapert es noch beim Ganzbein, aber das wird auch immer. Also, da wird die Software immer schneller und zuverlässiger, aber da muss man einfach noch ein bisschen, da muss man noch ein bisschen nachbessern. Mhm. Ja. Aber auf die Wirbelsäule freuen wir uns schon sehr. Beim Knie vielleicht die seitliche Aufnahme wäre sicher sehr spannend. Ja. Okay. Ja. Also es gibt noch einiges zu tun. Mhm. Zu den Arbeitsabläufen, wie hat die Software ihre Arbeitsabläufe verändert?
Haben Sie jetzt mehr Zeit für andere Dinge? Und welche sind das zum Beispiel, wo Sie jetzt mehr Zeit haben als vorher? Im Prinzip ist jetzt schon, also nicht für mich jetzt mehr Zeit. Ich glaube, dass ich meine Arbeitszeit, würde jetzt sagen, hat jetzt nicht der Arbeitsablauf so profitiert, ja, weil wir die Auswertungen hauptsächlich vom technischen Personal gemacht, ja. Also vor allem da ist sehr viel Benefit dabei, weil die Auswertungen sind ja vorher schon quasi befundet worden und gemacht einer ganz, weil es immer genau analysiert worden und auch genau ausgemessen worden. Nur ist es halt vom technischen Personal gemacht und jetzt ist halt diese Software dahinter, die das macht. Was man schon sehr viel sich überlegen muss, ist um den Arbeitsablauf herum. Also man kann zum Beispiel, man muss sich einfach überlegen, welche Aufnahmen möchte ich jetzt analysiert haben, ja, von der Software. Man kann sozusagen eine Auto-Routing einsteuern und sagen, also jede Knieaufnahme, jede Beckenübersicht geht automatisch in die Software für den Bereich, wo sie zugelassen ist, also mit Altersrestriktionen. Da muss man sich Gedanken machen, oder will ich das mehr oder weniger händisch bedienen. Das heißt, ich muss als Radiologe selbst entscheiden, welche Aufnahme wird in die Software geschickt und wird analysiert. Also da muss man sich einfach überlegen, welcher Arbeitsablauf der bessere ist. Wir haben uns für den automatisierten Arbeitsablauf entschieden. Das heißt, die Aufnahmen, wie schon gesagt, jede Beckenübersicht, jede Knieaufnahme, die in der zugelassenen Altersnorm von der Software liegt, geht automatisch in die Software und kommt dann automatisch zurück ins PAX. Das ist der Arbeitsablauf, für den wir uns entschieden haben, aber man kann natürlich auch sagen, man will nur einzelne Studien dorthin schicken. Ja. Hängt dann davon ab, wie man aber da muss man sich einfach Gedanken machen, wie man sie einsetzt am besten. Ja. Das heißt, die nächste Frage, da geht es um die Anwenderfreundlichkeit. Die ist sehr einfach, weil das Ganze ja automatisiert ist bei Ihnen. Man kann beides wählen. Ja. Also wir haben es automatisiert, das ist dann das ist die eine Entscheidung. Aber wir verwenden ja neben ImageBiopsy, quasi zum Beispiel im Gehirn gibt's auch Software, die das gleiche macht, da wird nicht automatisch jede Untersuchung analysiert, sondern man muss sich einfach vorher Gedanken machen, als Radiologe, welche Untersuchungen will ich analysiert haben und wie kann man das machen. Ja? Was ich auch schon sehr gespannt bin, weil es ja auch zu dem Thema kommen wird. Es wird ja auch quasi von ImageBiopsy den Router jetzt bald zur Verfügung geben, der dann ja auch noch zusätzlich bestimmen kann, welche Untersuchungen quasi in Software tauglich werden, in die Software geschickt werden. Also da wird sicher auch eine sehr spannende, noch sehr spannend werden, weil halt doch am Tag sehr viel Röntgenbilder entstehen und wir das halt jetzt über die Kürzeln, die Untersuchungskürzeln regeln. Und wenn da davor auch noch ein Algorithmus geschalten ist, der Röntgenbilder selbstständig erkennt und sagen kann, was es ist und dann entscheidet, welche die Software ist, dann ist das sozusagen noch einmal ein Schritt in einen viel besseren und automatisierten Untersuchungsablauf. Mhm. Wie war es mit der Akzeptanz Ihrer Mitarbeiterinnen, Radiologinnen und Radiologen, wie Sie gehört haben, jetzt wird eine KI-Software zur Unterstützung verwendet? Es hängt davon ab, quasi, wie man das Ganze angeht. Ja. Ich bin einfach der Meinung, dass das eine Unterstützung ist. Also, dass eine KI-Software, die in unsere Bildanalyse mit eingreift, einfach unterstützend ist. Ich bin einfach nicht der Überzeugung, dass sie jemals irgendwas ersetzen kann, sondern sie wird immer nur unterstützend tätig sein. Und das funktioniert aber ja extrem gut. Ja. Und man muss sich je mehr Unterstützung ich bekomme bei meiner Arbeit, desto besser ist es für mich. Ja. Und ich bin einfach froh, wenn einfach KI-basierte Systeme mich in meiner täglichen Arbeit unterstützen. Sei es jetzt in der Bildanalyse, aber Sie werden es sicher erkennen, es gibt genauso gut bei Rekonstruktionen auch inzwischen KI, die diese Rekonstruktionen in der Computertomographie selbstständig machen. Das heißt, das sind alles Arbeitsabläufe, die bis jetzt vom technischen Personal gemacht werden und die jetzt einfach KI unterstützt passieren. Und da kann man sich einfach sehr viel mit Arbeit ersparen, aber man muss die Arbeit einfach umlenken, ja, weil auf der anderen Seite kommen immer neue technische Herausforderungen und immer mehr Bildanalyse dazu.
mit den Daten muss man wieder was anfangen, aber auf der anderen Seite habe ich auch nicht mehr Personal zur Verfügung. Mhm. Also man muss einfach die Ressourcen, die man hat, besser nutzen und dazu ist immer KI-basierter Bildanalyse-Algorithmus einfach unabdingbar in der modernen Radiologie. Gibt es Aspekte, die an der Software noch verändert bzw. verbessert werden könnten? Immer. Man darf nie, also ich glaube in dem Augenblick, wo ich als Radiologe oder wir als Radiologen beziehungsweise Sie als Firma zu dem Punkt kommen, wo Sie sagen, die Software ist perfekt, in dem Augenblick hört die Entwicklung auf. Ja. Also immer, es gibt eben jeden, also für sie funktioniert gut, sie ist sehr robust, also da kann man sicher sagen, also man muss einmal dorthin kommen, dass sie robust funktioniert. Ich glaube, da sind wir schon und dann kann man einfach weitergehen und sozusagen weitere Analysetechniken nutzen, wie wir gesagt haben, wir haben jetzt beim Knie die DAB-Aufnahme, die analysiert wird, dann ist sicher interessant, auch die seitliche Aufnahme dann dazu zu nehmen. Es gibt sicher auch sehr viele Schritte, die man gehen könnte. Jetzt funktioniert die Software im 2D-Bereich, 3D-Bereich ist sicher auch muskuloskeletal wahnsinnig interessant. Also ich glaube, auch da gibt es immer was zu tun. Ja. Hat der Zeitdruck bzw. die Fallhäufigkeit in den vergangenen Jahren in Ihrem Alltag zugenommen? Seit wann und wie stark? Wir haben Steigerungsraten in der Radiologie jedes Jahr so zwischen 10% und 20%. Das heißt, die radiologischen Untersuchungen nehmen zu. Ja. Sie nehmen vor allem also im konventionellen Röntgen eher weniger zu als quasi im 3D-Bereich, also das heißt vor allem Computertomographie und MRT nehmen einfach zu und diese Entwicklung wird sich ja fortsetzen und wird sicher nicht weniger werden, sondern es wird jedes Jahr zu diesen Steigerungen kommen, ja, weil es einfach auch eine State-of-the-Art-Bildgebung ist, ja. Und je früher man quasi das abklärt, desto besser ist es auch für die Patienten. Sehen Sie in Entscheidungsunterstützungssystemen die Zukunft? Ja, also in jedem Bereich. Ja. Mitspeibsee deckt einen Bereich ab, aber es gibt so viele andere Bereiche, wo eben KI-basierte Systeme im Hintergrund sind. Das heißt, wir haben Bildanalyse, ich habe es ja kurz angesprochen, es gibt nicht nur muskuloskeletal oder quasi muskuloskeletal jetzt im 2D-Bereich, man könnte dann in den 3D-Bereich gehen. Was wir sicher auch haben, was sehr interessant ist, ist bei neurologischen Erkrankungen zum Beispiel automatisierte Prozesse, Hirnvolumetrie-Messungen, Vergleich auch mit Voruntersuchungen, Mammographie, Thorax-Untersuchungen, also Lungenstrukturanalyse basierend auf KI-Algorithmen. Das ist einerseits in der Bildanalyse, aber es gibt auch, wo wir auch KI-Algorithmen einsetzen, ist in unserer ganzen Kommunikation. Das heißt, wir sind ein sehr großes Unternehmen mit, lass mich kurz rechnen, mit ungefähr 1000 Patienten pro Tag. Ja, in der ganzen Diagnostikgruppe. Das heißt, Sie können sich vorstellen, wie viel Kommunikation, wenn wir 1000 Patienten am Tag untersuchen, haben wir ungefähr 3 bis 5 so viele Anfragen auch. Das heißt, die müssen auch abgearbeitet werden und auch da sind wir gerade dabei, auch diese ganze Kommunikation, sei das E-Mail, WhatsApp, Messenger, ja, Telefonie natürlich auch hier umzustellen und auch dort quasi KI-basierte Algorithmen. Also ich glaube, der ganze Bereich würde ohne KI-basierte Systeme nicht funktionieren. Ja. Da kommen wir auch schon zur letzten Frage. Welche drängendsten Probleme hat Ihr Fachbereich aus Ihrer Sicht und was muss sich dringend in Zukunft ändern? Das eine ist sicher und deswegen auch der Einsatz von KI-basierten Systemen ist, dass wir einfach Personalprobleme haben. Ja, das heißt, unser technisches Personal, aber auch Radiologen haben wir zu wenig. Ne? Es ist wahnsinnig schwer, Radiologietechnologinnen und Radiologinnen zu finden.
Und die sind einfach hoch spezialisiert. Das heißt, die Aufgaben in der Radiologie, speziell im Schnittbildbereich wie MRT oder Computertomographie, Mammographie, die werden immer umfassender. Ja? Diese Rechenalgorithmen dahinter werden immer länger und es dauert immer länger. Das heißt, das ist sehr hochspezifisches Personal und dafür auf der anderen Seite kann man einfach diese computergestützten Algorithmen einsetzen, um andere Teile wieder abzufedern. Also es ist, glaube ich, ein sehr spannender Entwicklungsprozess und ich freue mich schon zu sehen, wo das Ganze noch hinführen wird. Aber es wird sicher spannende Zeit. Okay, vielen Dank. Danke sehr.